Susi, bin 23 Jahre alt, komme aus Gießen. Meine Leidenschaft ist das Basketballspielen und ich bin die amtierende Miss Deutschland. Susanne Seels Erfolgsgeschichte beginnt Anfang 2020, als die Gießenerin die Wahl zur Miss Hessen gewinnt. Die Studentin modelt seit rund 4 Jahren, bisher nur für Fotos, nicht auf dem Laufsteg. Bei einem Modelwettbewerb mitzumachen, auf die Idee wäre sie selbst nie gekommen. Zu der Miss Hessen-Wahl wurde ich von meiner Schwester angemeldet und sie hat mir gesagt, hier, du hast keine Wahl, du machst da mit. Ich habe es dann am Ende gewonnen und bin ihr sehr dankbar, dass sie es gemacht hat. Der Titel zur Miss Hessen ist ihre Eintrittskarte für die Miss Deutschland-Wahl. Der 5-tägige Wettbewerb findet Anfang Oktober im Schlosshotel in Bornheim nahe Köln statt. Hier geht es darum, wer die Schönste ist. Susanne Seel kann sich gegen ihre 15 Konkurrentinnen durchsetzen und gewinnt den Titel. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mich jemand kneifen muss, um mich in die Realität zurückzuholen. Aber ja, ich bin überglücklich, dass es so ist. Susanne Seel hat aber nicht nur als zweimalige Miss Bekanntheit weit über Mittelhessen hinaus erlangt. Die 23-Jährige ist auch talentierte Basketballerin. Ich habe angefangen mit 5 Jahren, weil meine Mama Basketballtrainerin ist und sie hat mich dazu gebracht. Ich liebe den Sport, ich verfolge die Bundesliga. Und sie spielt in der 2. Basketball-Bundesliga. Aktuell macht Susanne Seel aufgrund der Pandemie eine Pause. Die freie Zeit nutzt sie gerne fürs Modeln. Ihr Mentor, Fotograf William Balser, organisiert seit über 30 Jahren Misswahlen in der ganzen Welt, auch die zu Miss Hessen. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, mal einen Titel nach Gießen zu holen. Wir haben ja hier Miss Gießen-Wahlen immer gemacht, auch hier gerade in der Gegend, und Miss Hessen-Wahlen. Und es war immer so eine Herausforderung, findet man denn jemanden in Hessen, der mal des Amtes würdig ist und da so einen Deutschlandtitel holt. Und das haben wir dieses Jahr geschafft. Ich habe mich riesig gefreut, muss ich echt sagen. Ja. Happy über den Titel ist auch Susannes Familie. Bei der Miss Deutschland-Wahl sind ihre Eltern, Schwester Olga und Freund Daniel mit dabei. Der ist seit 5 Jahren an Susannes Seite. Ja, zuerst mal bin ich super stolz auf sie. Er freut mich total. Wir haben viel mitgefiebert. Wir waren aufgeregter als sie teilweise mit der Familie. Viele sehen immer nur so diese oberflächliche Komponente von ihr. Aber ich sie natürlich sehr gut kenne. Weiß, dass sie viel, viel tiefgründiger ist. Das stimmt. Also wenn ich allen erzähle, dass ich Mathe studiere, dann gucken erstmal alle so erschrocken und sagen so, okay, krass. Man kann gut aussehen, aber man kann auch was im Köpfchen haben. Also das eine schließt das andere nicht aus. Die angehende Lehrerin für Mathe und Sport arbeitet als Vertretungskraft für die 5. bis 8. Klasse in der Gießener Sophie-Scholl-Schule. In einem Jahr möchte sie ihr Staatsexamen machen und auch danach als Lehrerin arbeiten und nur nebenbei modeln. Ich möchte den Kindern einfach viel für die Zukunft mitgeben. Deswegen liebe ich den Beruf. Und das ist mir einfach wichtig, dass die Schüler viel von mir lernen. Und dass ich auch eine Vorbildfunktion für sie habe. Susanne Seel aus Gießen, angehende Lehrerin, erfolgreiche Basketballerin und amtierende Miss Deutschland. Wir finden sie von innen und außen schön.